Hallo Leute und willkommen zurück zu Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Wir wollten zuletzt ein Wimmelbild lösen und das werden wir jetzt mal weiter verfolgen. Damit geht es los in den nächsten Part. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen den Ton bei mir leiser machen, da ich den Ton nicht extra bearbeite. Und das durchaus passieren kann, dass der Ton von meinen Kopfhörern dann mit aufgenommen wird. Aber das merkt man eigentlich so gut wie gar nicht. Trotzdem muss es ja nicht so laut sein. Also im Moment finde ich gerade ganz gut Sachen, aber finde ich alles. Was fehlt mir denn noch? Dieser kleine Zweig, dann so ein lila Stein. So schwer kann der doch nicht zu finden sein. Das hat sich gerimt. Dann noch so eine Art Auge oder sowas. Das hier sieht aus wie ein Auge. Da war der lila Stein. Jetzt fehlt nur noch das Äuglein. Ich hab's heute mit dem Rhyme hier. Sieht doch so offensichtlich aus. Wieso sehe ich das nicht? Ist das ganz klein vielleicht? Oder viel größer? Man weiß es nicht. Es ist vielleicht direkt hinter mir. Ich klicke da mal wild rum. Okay, da ist es nicht. Holen wir uns mal einen Tipp. Doch, es ist hinter mir. Irgendwo hinter mir war das Äuglein. So, was habe ich jetzt bekommen? Eine Löwenplakette. Okay, ich weiß schon wieder gar nicht, was wir hier zuletzt machen sollten. Ich schwöre die ewige Liebe, Cheryl, mein Engel. Okay. Der Ring wird finden, nach wem du suchst. Können wir da ein Ring-Ding reintun oder irgendwas anderes? Hm. Okay. Ein seltsamer Schatten unter Wasser, da muss etwas sein. Haben wir irgendwas zum Reingreifen oder so? Mit Unterwasser und so? Ich brauche mal einen Tipp. Okay, ich soll hier was machen. Ohne Kurbel dreht sich die Rolle nicht. Stimmt, wir hatten da eine Kurbel. Dann kurbel mal. Daran erinnere ich mich nämlich auch noch. Wo kriege ich jetzt etwas Scharfes her, um diesen Strick zu zerschneiden? Hier, Rasiermesser. Und jetzt habe ich ein Seil bekommen. Das ist ja allerliebst. Was ist hier? Unter dem Moospolster kann man im Stein gravierte Worte erahnen. Ja, unter dem Moospolster. Was nimmt man denn da so gegen Moos? Mondohrring, Teelöffel, Löwenplakette. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir diese ganzen... Ich nenne sie jetzt mal Chamäleon-Objekte, aber sie hießen hier irgendwie anders. Finden, ob wir die alle gefunden haben bisher. Ich glaube, da ist etwas versteckt. Versuch's mal mit einem Teelöffel. Da kommen wir bestimmt weit. Okay. Dann benutze ich mal das Mädchen, das auf dem Baum fesselt, droht herunterzustürzen und rätsel sie. Ja, ja, okay. Das ist unsere Aufgabe, aber ich glaube, ich muss die Karte benutzen. Dann ist mir mehr geholfen. Hier lässt sich irgendwas machen. Vielleicht dem Mädel helfen? Nee, nee. Dann müssen wir schon hier bleiben. Was können wir hier machen? Der Gang mit dem wunderschönen Los, so warm und einladend, dagegen wirkt der dunkle Wand. Was können wir denn mal machen? Brauche etwas Längeres, aber schnell, sonst fällt sie. Hier, wie wäre es mit dem Seil? Können wir das hier benutzen? Okay, pack das mal wieder rein. So, jetzt vielleicht? Ah, tatsächlich, wir haben ihr geholfen. Sehr schön. I'm Emily. Emily. I was trying to escape from the crooked man, but I somehow ended up in that tree. Thanks for saving me. Have you seen Laurent, my fiancé? I know he must be on his way to rescue me. Oh, Laurent. Ja, wo ist er eigentlich? Where are you? Das frage ich mich auch. Wieso muss ich dir denn helfen, wenn du eigentlich einen Verlobten hast, der dich auch noch sucht? Wo ist er denn? Ist bestimmt was passiert. Laurent würde doch niemals Amelie runterknallen lassen. Amelie hat das alles jetzt zugesetzt. Sie möchte gern Laurent sehen. Wie kann ich sie bloß trösten? Mein Teelöffel. Mit dem Mondohrring. Mit ein bisschen Olivenöl. Lorbeerkranz. Irgendwas. Möchtest du was haben? Laurens Taschenuhr. Watch. Did he send you to help me? Ja. Here, take this. Anscheinend. I must go find him. Ich hab's nur vergessen, dass er uns geschickt hat. Ich konnte ihr nicht die Wahrheit über ihren Verlobten sagen. Das hätte ihr das Herz gebrochen. Ach so. Ja, ist doch gut, dass ich mich gar nicht mehr so erinnere. Dann kann ich ihr auch keine schlechten Nachrichten bringen. Warum bin ich hier nochmal? Wer sind wir überhaupt? Hier ist eine sternförmige Vertiefung. Vielleicht sollte ich nochmal das Spiel von Anfang an mir selber angucken. Echt. Naja, wir werden da schon wieder reinkommen hier in die Story.
Wir haben jetzt ganz viele Plaketten. Die lassen sich doch bestimmt irgendwo reinsetzen. Ich gehe mal erstmal da hin, wo wir hin sollen. Da, wo sich was erledigen lässt. Da kommen wir dann schon näher. Können wir diese Plaketten einsetzen? Wunderbar, da gehören die auch hin. Löwe und Steinbock erheben sich, um ein mächtiges Wappen zu formen. Mhm. Dann erhebt euch mal. Können wir die hier... Ah! Okay. Wir sollen jetzt also wahrscheinlich drei Stück uns formen. Da können wir die hinrutschen lassen. Dann packe ich die mal erstmal weg. Ich habe ja keine Ahnung. Erstmal weg. So. Die lassen sich auch verschieben. Im Hintergrund sind die... Da ist ein Löwe, da ist das Pferd. Dann fange ich mal mit dem Pferd an. Fangen wir mal mit dem Pferd an. Der muss aber irgendwie weg. Das geht ja so nicht. Das wird noch was Heikles. Ich sehe das schon. Erstmal weg, 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 weg. Das wird jetzt eine schöne Schieberei. Jetzt muss ich das erstmal wieder dahin packen, damit der da weg kann. Wir müssen das ja irgendwie freikriegen hier. Anders geht das ja gar nicht. Da ist ja noch ein Platz frei. Bringen wir den erstmal weg. Wir holen mal erstmal das mit dem Pferd hier raus. Damit wir erstmal das Pferdchen hier basteln. Das sieht aus wie ein Einhorn. Das Einhorn wird jetzt erstmal gemacht. So, das kann erstmal, der ganze Schmuck kann erstmal jetzt hier weg. Das ist zwar falsch, wir machen es aber trotzdem da mal erstmal hin. So. Damit das dahin kann. Das dahin. So, jetzt haben wir das Pferd schon mal quasi beisammen. Jetzt müssen wir eigentlich nur die Reihenfolge hinkriegen. Jetzt ist sie hier eigentlich schon... Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber wird schon richtig sein. Das Pferd wird da jetzt hingebaut. Genau so soll der Block eigentlich dahin. Ist natürlich blöd. Den Kopf, den, der kommt ja zuletzt. Kriegt man das dann irgendwie anders, besser hin? So, das dahin. Guck mal, der Kopf ist nämlich schon richtig, das ist mir klar. Wir machen aber eigentlich gerade das Pferd. Komm du mal weg da. So. Jetzt haben wir dasselbe Problem. Das ist ja blöd. Aber bringen wir mal das Unterteil nach... Ist das überhaupt das Unterteil? Oder ist das der zweite? Nee. Den machen wir mal dahin. Jetzt muss ich es... Zwangsläufig kann ich es aber auch so machen. Genau, das ist viel besser. Oh, das war sogar richtig. Dann lassen wir das glatt sogar so, nochmal so. Warte mal, kann der nicht sogar dahin und das ist richtig? Nee, der gehört nach ganz oben anscheinend. Macht nichts. Wunderbar. So kriegen wir das schon hin. Also ist das jetzt unten? Ja. Wunderbar. Dann haben wir es ja jetzt gleich. Einhorn ist quasi fertig. Das Einhorn ist fertig. Das stimmt auch. Dann holen wir das jetzt einfach hier hin. Aha, aha. Und den rauf. So, und dann haben wir es doch gleich. Nee, der ist falsch rum. Das ist nicht schlimm. Die meiste Arbeit haben wir jetzt schon hinter uns. So. Gut. Perfekt. Das ging ganz gut. Sowas mag ich gerne, weil man es auch hinkriegt und nicht da so ewig blöde rumhängt. Wir sollen weiter hier gehen oder... Gut, dann lasse ich das mal hier. Geh mal raus hier, raus hier, so. Raus und so. Aus dem Nebenraum dringt unheimliche Musik. Wer spielt die Orgel? Ich weiß... Nee, bleib mal ruhig drin, ne? Das ist schon okay. Oh, da ist so ein verfluchtes Objekt. Genau. Was haben wir hier? Die kann doch bestimmt den Mondohrring schon mal tragen. Der böse Mann hat so viele Mädchen entführt. Was hat er nur mit ihnen angestellt? Wird René die nächste sein? Nein, natürlich nicht. Wir sind ja hier, um dir jetzt zu helfen. Das weiß ich noch. Das wird nicht passieren. Ohne Augen ist die Katzenfigur blind. Wir helfen in der Not. In diesem Raum gibt es so viele unterschiedliche Katzenspielzeuge. Da verwöhnt aber jemand seine Katze. Ist es Professor Umbridge? Das Mädchen sieht ja fast aus wie René. Wer ist das?
eine Katzenlady. Der Korb wäre groß genug für mich, aber die Tierhaare und die Kratzspuren deuten darauf hin, dass hier eine Katze schläft. Was sind das für Briefe? Okay. Die Glasmalerei zeigt einen Adligen, der um die Hand eines gewöhnlichen Mädchens anhält. Ein Zeichen wahrer Liebe. Wieso denn gewöhnlich? Wieso? Na gut, ein Adliger, der... Ja, okay. Ein Adliger hat man ja früher eher auch eine Adlige geheiratet. Da war das schon was Besonderes, so ein Bauernmädel zu fragen, ne? Ist das die... Okay, das ist eine Keramikkatze, die gehört woanders hin. Können wir da... Wir marschieren mal hier hin. Oh, da ist wieder eine gefangen. In dem Ritterhelm rasselt etwas, aber die Scharniere sind rostig. Wir reden mal erstmal mit ihr. Hallo. Don't worry, I'm fine. Bring me a weapon so I can defend myself. Also, get me something so I can pry loose this floorboard. Thanks. Bitteschön, kein Problem. Just take it. I certainly don't need it. Ja, danke. Ich habe die Aufgabe analysiert. I saw another girl being brought in by the crooked man. If you see her, you should try and save her. Mach ich. Sie hat sich ja schon gut Gedanken gemacht. Sehr hübsch übrigens. Hübsche Mädels. Und da war noch ein Objekt. Noch ein verfluchtes Objekt. Der Deckel ist fest verschlossen. Wie kriege ich den bloß auf? Es war einmal ein Mann, der bemühte sich um die Gunst eines Mädchens. So sagte er, liebes Fräulein, wollt ihr heiraten, heiraten, heiraten? Mehr gibt es nicht zu sagen. Also wollt ihr, ja oder nein? Denn viel Reden lässt alte Wunden nur schwer heilen. Lin, lin. Ja, den hätte ich auch nicht gerade ja gesagt auf die Frage. Okay. So, wir brauchen einen Schlüssel, steht hier. Da haben wir die andere Figur haben wir ja schon gefunden. Ich bezweifle, dass der Raum schon länger nicht mehr benutzt wird. Hier ist alles staubig und verrostet, weil sich niemand darum gekümmert hat. Ja. Dann setzen wir mal hier die andere Figur ein. Oh, wieder ein Spielchen. Die lodernden Flammen des Feuers werden sich den Weg zum Herzen bahnen. Und auch dein Herz wird damit erreicht werden. Meines und eures. Mit den lodernden Flammen der Liebe. Was muss ich denn machen? Wo soll die Flamme denn hin? Lodernde Flammen des Feuers werden sich den Weg zum Herzen bahnen. Wo ist denn das Herz? Wo soll das Herz denn wollen? Haben wir nur eine bestimmte Anzahl von Blumen? Sollen wir das Herz hier formen? Also es ist ja ein Herz. Wir formen ein Herz. Geh mal hier lang. Warum denn da lang? Okay, wir können natürlich auch da ein Herz formen. Wenn es denn stimmt. Aber irgendwie... Anleitung. Wähle eine Blume, um ein Feuer zu entfachen und verbrenne dann alle Ranken in einem fortlaufenden Muster. Also verbrennen... Ah, so, da sind mal diese kleinen lila Blumen. Jetzt checke ich das erst. Hier, ein fortlaufendes Muster. Und da kommt noch was, oder... Aha. Ich mach einfach. Also die Blumen werden ja angezeigt. Anders kann ich ja gar nichts machen. Ja, ich habe jetzt alles verbrannt. Passt schon. Whatever. Oh, da ist er. Der Kater, der haut einfach ab. Der Kerl hat sich in eine Katze verwandelt. Wer war das? Was wollte er hier? Und wer ist das hier? Das ist René. Nein, doch nicht. Aber ich spüre eine seltsame Ehrfurcht für dieses Porträt. Drei geheiligte Gegenstände liegen hier bewacht und in Ehren gehalten von Lorbeer. Lorbeer? Lorbeer? Lorbeerkranz. Hier, Lorbeer. Das passt doch aber. Das gehört da bestimmt hin. Drei geheiligte Gegenstände liegen hier bewacht und in Ehren gehalten von Lorbeer. Ja, aber da. Was ist da? Kramminger Blumenornament? Nichts anderes? Moos entfernen. Ach, der Moosentferner. Können wir ja direkt nochmal zurückgehen. Was haben wir denn hier eigentlich? Das Buch hat eine Vertiefung auf dem Einband. Scheint ein Gedenkbuch zu sein. Da gehört die Rose rein.
Ah, und da ist jetzt noch so ein Stück Lorbeer. Demnach ist ein junges Mädchen durch den Unfall ums Leben gekommen. Aber das Porträt, dieses Mädchen sieht wirklich genau wie René aus. Was steht denn hier? Irgendwas, was man nicht lesen kann. Bestimmt ist hier auch... Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Mosaikbild von Die Schöne und das Biest. Wenn das die Geschichte des bösen Mannes ist, wer ist dann die seltsame Frau mit dem Ring? Na, die Hexe aus Die Schöne und das Biest. Also eigentlich war es ja eine gute Fee, ne? Aber sie hat sich als hässlich ausgegeben, das Biest verarscht, der ja sehr oberflächlich war und dann war es doch eine gute Fee und dann ist er zum Biest geworden. Ja, weil er halt viel zu oberflächlich ist und ein reines Herz haben soll. Mit dem Ring, der Ring, der Ring. Und da ist auch der Kater. Also irgendwas hat die da gemacht mit dem. Sieht man ja. Ist das der böse Mann? Er traut um das Mädchen, das am Boden liegt. Ihr muss etwas Schreckliches zugestoßen sein. Ja, hat sie ja geliebt, ne? Er wollte ja schon. Und die Katze war auch mal dabei anscheinend. Die Abbildung auf der Truhe zeigt den ewigen Kampf zwischen Teufel und Engel, nur die Flügel fehlen. Das ist aber ein silberner Zweig. Gehört der silberne Zweig denn jetzt hier hin? Oder da irgendwie hier so? Oder? Nee, auch nicht. Okay. Irgendwo muss hier doch so ein verfluchtes Objekt noch sein. Ich sehe aber gar nicht, wie sich hier irgendwas bewegt. Da vielleicht? Oh je, da weint wieder eine. Don't hurt me. Oh Gott. Die Arme. Who are you? Oh nein, wer ist das? Wird das arme Mädchen etwa in einem Vogelkäfig gefangen gehalten? Who knows what that creepy man and his servant will do to me when they return? Redest du bitte auf Deutsch mit uns? Hallo. Na, dann rede nicht mit mir. Der Lorbeer, ein Symbol ewiger Liebe. Okay, hier gehören die Zweige anscheinend rein. Vielleicht kriege ich dann ja den Rest für das andere da hinten. Vielleicht. Ein altmodisches, aber wunderschön verarbeitetes Hochzeitskleid. Warum ist es hier? Vielleicht, weil sie hier da halt nackt gefangen ist und das anziehen soll? Weil er seine makaberen Spielchen hier macht mit seinen Mädels? Das geht gar nicht. Tick-Tack, Tick-Tack. Zeiger würden dieses Kunstwerk zu einer echten Uhr machen. Sonst nicht. Was können wir denn hier? Ist dieser wunderhübschen Schmuckschatulle fehlt offensichtlich eine Keramikfigur. Ein in Leder gebundenes Buch mit einer Aussparung, in die die Silhouette einer Jungfrau geprägt ist. Mit meinem geliebten Kater Pan, 1779. Das Gemälde ist fast 100 Jahre alt. Wer ist sie? Der Kater heißt Pan. Peter Pan? In dieser wunderhübschen Schmuckschatulle fehlt offensichtlich eine Keramikfigur. Immer noch. Keramikkatze? Ah. So, Bernsteinauge. Toll. Ist ja schon mal was. Wo sind jetzt hier die verfluchten Objekte? Verflucht noch eins. Das müssen wir schon noch finden. Ein bisschen hier. Es gibt eigentlich in jedem Bild eins. Das kann ja nicht da sein, wo eine wo eine Lupe ist. Tja, auch hier habe ich das noch nicht gesehen. Bewegt sich hier irgendwas und ich sehe es nicht. Hier wäre auch gut. Aber ich habe hier überall diese Lupe. Gut, was habe ich jetzt? Weißer Flügelgriff. Wo sind denn nochmal diese Flügel? Wo sollen die nochmal hin? Hier. Okay, das war der eine, aber ich brauche noch einen anderen. Das Bernsteinauge gehört hier aber nicht hin, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Moos. Oder zu ihr? Okay, wir sollen hier auch was machen können. Gehört das Bernsteinauge hier irgendwie hin? Gehört das hier vielleicht... Nee, es passt doch auch gar nicht. In dem Ritterheim rasselt etwas, aber die Scharniere sind rostig. Mit dem Olivenöl vielleicht aber nicht mehr. Das hätte ich auch gleich machen können. Reichsapfel. Okay. Wir sind aber immer noch hier am was zu tun. Wir haben hier noch was zu tun. Aber hier haben wir auch was zu tun. Da kann das Auge rein. Uns fehlt aber noch ein anderes. Verfluchte Objekte.
Ich merke schon. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber vielleicht können wir hier was machen. Geh mal dahin. So, wir haben den Reichsapfel. Können wir dem irgendwie nachhelfen? Da können wir nichts machen. Was haben wir denn hier zu tun? Können wir da irgendwie... Ach so, der Kopf ist schon da rein. Aber hier, das da vorne fehlt noch. Naja, gut. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Da ist das Auge. Ah ja, da fehlt noch der Ohrring. Können wir denn ihr mal helfen? Ich gehe mal erstmal hier zum Moos. Erstmal das mit dem Moos machen, damit wir hier nicht so weit immer weg müssen wieder. Wo war das Mooszeugs? Da ist auch noch der versteckte da Sandhügel. Da brauchen wir auch noch irgendwas. Da ist das Moos. So, durch Treibsand und unter Wasser auf der Suche nach dem Dorf Silvery Coral, das eingebettet ist in die Natur. Aha. Noch ein Gedenkstein mit einer Aussparung. Diesmal ist da eine Art Wassermusterung. Aber das wird ja wohl nicht da rein. Jetzt ist Seepferdchenmuster. Nee, nee. Wir kommen aber anscheinend nochmal wieder hier zurück. Da gehört es nicht hin. Das ist hier noch der Sandhügel. Ja, okay. Da können wir im Moment nicht viel machen. Seepferdchen irgendwas. Sollen wir da irgendwie... Wie kriege ich denn den Deckel auf dem Löffel? Ach, tatsächlich. Ach so. Da ist der Ohrring, der andere. Na gut. Das ist ja dann nicht so schwer gewesen. Was haben wir noch bekommen? Schwarzer Flügelgriff und eine Gemme. Okay. Dann müssen wir erstmal in den anderen Raum hier wieder. Da gehört nämlich der andere Griff ran. Und was kriegen wir dafür? Einen Dolch. Einen Dolch, einen Dolch. Möchtest du einen Dolch? Wollte sie einen Dolch? Ja. Look, I found this fancy chest. Maybe there's something useful inside. Trust me, I can handle the crooked man. Go save the other girl first. Okay. Das ist sehr nett von ihr. Sie kommt ja anscheinend auch gut zurecht trotzdem da drinne. Don't worry, I can protect myself with this dagger. Go save the other girl first. Die sieht so ein bisschen auch wie ein Rotkäppchen-Mädel aus, ne? Vielleicht ist sie deswegen so tough. Na gut, gehen wir erstmal und setzen da das andere Auge ein bei der Katzenschatulle. Bekommen einen Stundenzeiger und eine Katzenmedaille. Das ist hervorragend. Aber wir haben noch keinen Schlüssel. Das kriegen wir schon noch hin. Wo ist nochmal die Uhr? Da war sie nicht. Ich glaube, wir müssen da nochmal nach nebenan. Katzenmedaille. Puh. Eine Aussparung, die Silhouette Jungfrau geprägt ist. Da, das passt doch da rein, die Gemme. Und da ist der Schlüssel. Ich dachte schon, ich hätte dich für immer verloren, aber eine geheimnisvolle Frau hat mir wieder Hoffnung gegeben. Sie hat vorhergesagt, dass du eines Tages zurückkehren wirst, solange nur meine Liebe zu dir bestehen bleibt. Dieser Ring wird mich zu dir zurückführen. Ich werde niemals aufgeben, meine Liebste. Ach, wie romantisch der Typ eigentlich auch ist. Aber warum jagt er deswegen die ganzen armen anderen Unschuldigen? Das geht nicht, du, ne? Nur weil du da die eine nicht bekommst, kannst du nicht einfach die anderen haben. So, das und das und das und den Zeiger. Ist das nur einer? Zeiger würde dieses Kunstwerk zu einer echten Uhr machen, also fehlt mir immer noch einer. Okay. Apropos, mir fehlt immer noch ein doofes, verfluchtes Objekt hier. Tja. Vielleicht gibt's ja hier auch keins. Was sagt sie? Please get me out of here. Who knows what that creepy man and his servant will do to me when they return. Ja, kann ich verstehen. Wir holen dich hier auf jeden Fall raus, Mädel. Kein Ding. Kann ich nachvollziehen. Möchte man nicht so gerne erleben. So, der Schlüssel passt bestimmt. Und da ist der andere Zweig.
Das ist ja klasse. Nee, hier ist falsch. Nee, hier war auch falsch, ne? Hier ist richtig. Was kriegen wir? Auch wenn du von mir gegangen bist, meine Liebe zu dir wird niemals sterben. Ich werde auf deine Rückkehr warten und dann noch einmal nochmal um deine Hand anhalten. Okay. Nee, nee, ich will das nicht nochmal lesen. Ich hätte jetzt nur gern so ein Objekt und hatte das Gefühl, hätte sich noch irgendwie was zum Mitnehmen bewegt. Aber anscheinend habe ich mir das nur eingebildet. Der Spiegel bewegt sich, will in dem Spiegel ein verfluchtes Objekt finden. Schade. Zepter. Das Zepter könnte man doch vielleicht hier hinlegen. Und das hat ausgereicht. Endlich haben wir alles hingelegt. Minutenzeiger. Die Halle ist plötzlich in Kerzenlicht getaucht. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl. Ja, wenn da auf einmal die Kerzen alleine angehen, dann ist das wohl klar, dass man ein ungutes Gefühl hat. Was ist hier passiert? Das Mädchen ist weg. Da steckt der böse Mann hinter. Oh, oh. Das kann nur der böse Mann gewesen sein. Wer sonst hat eine solche Macht? Also auf einmal ist sie weg. Das ist ja wohl scheiße, ne? Voll blöd gelaufen. Die ausgewählten Ziffern können vertauscht sein. Ordne sie mit Hilfe der kleinen Uhren neu an. Wie, was, wie? Die ausgewählten Ziffern können vertauscht sein. Ja, und jetzt soll ich sie damit... Ach so, soll ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so? Ja, anscheinend schon, weil die sind auch nicht doppelt. Fängt dann trotzdem die 1 da an oder muss die 12? Die 12 muss bestimmt da oben hin. Ach, und damit kann ich die tauschen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Aha, aha. Die 3 kann ja gut dahin. Ne? 1, 2, 3, diddledei. Die 1 müsste nur mal woanders hin. Nee. Das ist doof. Das ist auch doof. Gar keine Ahnung, wo die hingehören. Nee, lass mal die 3 da. Naja, vertausch sie halt. Aber wenn sie blau sind, sind sie anscheinend richtig. Also hier ist auch die 11, also muss hier tatsächlich die 12 hin. 6, 7, 8. Ist das die 8? Ja, das ist eine A. Also die 8 ist auch richtig. Dann brauchen wir da die 9. Das wäre dann eigentlich der daneben. Und die 1 muss eigentlich nur einen nach rechts. Kriege ich das hin? Wenn wir den so lange jetzt da drehen bis zur... bis zur 9. So. Tauschen einmal bitte. Wunderbar. Was haben wir hier? Ist das, das ist die 4? Aha. Gut, bleiben wir bei der 4. Nee, nee. Das brauche ich alles nicht vertauschen. Das ist gut. Ja, sehr schön. So, jetzt wollen wir die 2 haben. Kriegen wir das hin? Anscheinend nicht. Doch, kriegen wir. Hier ist der Einzelne. Einzelne ist sowieso viel cooler. Tauschen einmal bitte. 1, 2, 3, 4. Die 5 ist da vorne. Da ist die 5. Das war blöd. Geh mal wieder dahin zur 5. Ach nö. So. 4, 5. Juhu! Jetzt wollen wir die 6. Hm. So können wir es natürlich auch machen. Das ist eine... Das eigentlich ist natürlich falsch. Nein, mach mal wieder rückgängig. Das ist blöd. Das ist die 12. Das ist die 12. Ein Heidenspaß. Okay, cool. Und dann den tauschen und den... Nein. Ja, das ist die 7.
7? Ja, es ist die 7. Dann wander mal. Eigentlich noch ein weiter. Oder auch eine ganze Runde. Ist okay. Oh, muss ich jetzt einmal rumwandern? Das ist ja doof. Ja, dann wander halt zurück. So geht's nämlich auch. So, und jetzt einfach noch den anderen tauschen. Den grünen nochmal. So. Juhu! Wir haben die Uhr. So. Auszeichnung erhalten. Tick-Tack. Der Schrei kam aus dem Saal-Gefängnisschlüssel. Oh Gott. Und ich hab doch noch nicht alle Objekte. Lass sie los, du mieser Kerl. You're not my fiancé either. How dare you stand there and judge me for my actions? You cannot even begin to comprehend the depths of my despair. So many girls have tried on my ring. But none have turned out to be the one I seek. Still, there's always hope. Your sister is next. Oh nein, bei der Rangelei habe ich die Zauberkarte verloren. Ich muss selbst einen Weg hier rausfinden. Tag 2. 0 Uhr, Stunden, 0 Stunden mehr. Keine Zeit mehr. Oder so. Oder mitten in der Nacht. Ha, der böse Mann dachte wohl, ich würde in diesem Gefängnis verrotten, aber so leicht bin ich nicht zu stoppen. Ich weiß, wohin er all die Mädchen verschleppt. Ich habe das Geheimnis auf der Klippe vergraben, um es zu bewahren. Okay. Dann machen wir uns auf die Suche mit der Schatzkarte nach den verborgenen Dingen im nächsten Part von Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Sehr cool, sehr spannend. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann.